Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Unterhalb der tiefen Wege. In den Gefilden der Schabrytol und der Titanen. Ich war zwischenzeitlich mal eben Tränke holen. Und mal eben rasten. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar. Ich lebe. Ich lebe. Aha. Da ist noch ein weiterer. Ja, natürlich. Ich kann das von hier oben holen, sehr gut. Puh. Und da ist, glaube ich, das. Nee, das. Nicht das letzte, aber. Hopp. Ja. Okay. Nein. Nein. Schön. Schön oben bleiben. Schön oben bleiben. Boah. Ich bin meiner Höhenangst hier an dem. Aber guck dir das mal an, wie schön das da unten aussieht. Einen Tag nach unserem Abzug aus Katalasch bemerkten wir eine Veränderung. Die tiefen Wege waren nahezu verlassen. Dann erloschen plötzlich unsere Fackeln, woraufhin wir durch die Dunkelheit taumelten und über die Reste aufgegebener Karawanen stolperten. Anschließend begannen die Angriffe. Sie schlugen hart und schnell zu. Vater war einer der Ersten. Wir hörten das langsame, tiefe Atmen einer Kreatur, die weitaus größer war als wir. Vater streckte seinen Arm aus und griff nach meiner Rüstung, um mich aufzuhalten. Ich sah, wie sich ein Schatten, dunkler als die Dunkelheit, bewegte und wurde nach vorne gerissen. Vaters Arm wurde abgetrennt. Er griff noch immer nach meinem Brustpanzer. Okay. Ich finde das. Ich muss das mal sagen, aber es fällt mir jetzt gerade auf. Ich finde das so unfassbar gut, wie tief man bei Dragon Age Inquisition in diese Lore von den Zwergen und den Elfen eintaucht. Und wie viel man davon einfach erkunden kann. Und wie stimmungsvoll das Ganze umgesetzt ist. Seht nur, weitere alte Inschriften. Ja, aber in diesen hier geht es offenbar um den Titanen. Er formt den Stein. Er ist der Stein. Er gestaltet die Welt im Inneren wie im Äußeren. Müsste etwas, das die Welt gestaltet, nicht ziemlich gewaltig sein? Nun, er heißt vermutlich nicht umsonst Titan. Ja, das stimmt wohl. Er formt den Stein. Das heißt, er verändert die Welt. Ja, ich denke, es liegt nahe, dass die Titanen fähig sind, gewaltige Veränderungen zu bewirken. Und unsere Welt ist der Ton, mit dem sie arbeiten. Wenn die Titanen den Stein formen, könnten sie ihn dann auch erschaffen haben? Nein, der Stein muss bereits zuvor existiert haben. Das hieße dann, die Titanen wären die allerersten Kinder des Steins. Wenn dem so wäre, hätte das enorme Auswirkungen auf mein Volk. Wenn die Titanen die Welt bewusst umgestalten können, sind die Erdbeben womöglich die Art und Weise, wie sie den Stein formen. Aber die Beben sind zerstörerisch. Titanen formen die Welt, sie zerschlagen sie nicht. Vom richtigen Blickwinkel aus betrachtet, kann Veränderung auch wie Zerstörung erscheinen. Aber wenn das wahr ist, wie kann es dann sein, dass die Erinnerungen in Orsama nichts darüber enthalten? Wieso sollte jemand einen derart fundamentalen Teil unserer Geschichte auslöschen? Dieser Frage können wir nachgehen, nachdem wir dafür gesorgt haben, dass die Erdbeben aufhören. Der Rhythmus ist lauter denn je. Wir sind ganz in der Nähe. Nun, wenn man es genauer betrachtet, dann ist auch die Erde unser kleines blaues Paradies hier. Und der friedliche Ort der Natur. Im Grunde nur das Ergebnis von einer unendlichen Kette unfassbarer Zerstörungen. Heiliger, was ist das? Ich glaube, ich habe selten etwas Schöneres gesehen. Seht euch das an. Wie Sterne am Nachthimmel.
All diese Lyriumadern. Und sie sind gänzlich unerschlossen. Die Schabritolen müssen das Lyrium irgendwo fördern. Ihre Waffen und Rüstungen sind damit durchzogen. Außer sie haben eine andere Möglichkeit gefunden, es nutzbar zu machen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Was heißt bisschen? Die Lyriumvorkommen, die in dieser seit langem aufgegebenen Mine angewachsen sind, wären erhebliche Summen wert. Das Vorhaben, diesen Ort zu erreichen und das Lyrium anschließend an die Oberfläche zu transportieren, würde jedoch an Selbstmord grenzen. Ich kann nicht wissen, was ein Magier tun könnte, wenn er hier unten wäre und das Lyrium quasi direkt anzapfen könnte. Da unten steht Anna. Gott, das ist unfassbar beeindruckend. Ja, ich habe euch schon gesehen da unten. Ihr haltet wieder Wache, ne? Ihr haltet wieder Wache. Erstaunlich beweglich. Nein! Darf ich jetzt mal meinen Halt drin trinken? Dankeschön. Wir müssen uns zurückziehen! Nein! Manno! Ach, da hinten ist noch einer. Geh auf, Alec. So, die sind immun gegen Feuer. Das ist schön, denn ich habe irgendwie immer den falschen Magier mit dabei. Es ist Kälteresistenz, Feuerresistenz. Wäre egal gewesen, sie sind gegen beides resistent. Ich hätte einen Geistmagier mit dabei haben müssen. Habe ich nicht. Und ich dachte noch bei Varric, naja, nimmst du halt mal hier das Verderbnisding mit. Und jetzt kämpfen wir hier unten gar nicht mehr gegen Verderbnis, sondern gegen Zwerge. Ich komme gleich wieder an diese Wand zurück, keine Sorge. Und ich habe eben gesehen, dass es doch noch mehr von diesen Zahnrädern auch oben geben muss. Denn hier kann ich gleich nochmal kurz in die Questbeschreibung reingehen. Zack. Mortalitasi. Was machen denn Mortalitasi-Dinger hier? Gefundene Berichte? Nee. Sammelquests hier. Tore Segromars. Da. Bastion der Reine 0 von 12. Vergessene Höhlen 0 von 12, 10 von 12. Ruinen des Heidrun-Teichs 14 von 22. Das heißt, da müsste ich eigentlich nochmal deutlich genauer suchen. Dann könnte ich da oben auch die Türen öffnen. Aber ich bin gerade sowieso... Die Türen sind mir gerade tatsächlich relativ egal. Mich würde viel mehr interessieren, was ich hier abgeht. Ich sehe hier keinerlei Hinweise auf dunkle Brut. Ich schätze, dafür sollten wir dankbar sein. Womöglich. Es muss allerdings einen Grund geben, warum sie diesen Ort meidet. Ja gut, wenn die Schabrütol so kämpfen, wie sie hier kämpfen, dann würde ich mal vermuten, dass die schon vor langer Zeit jegliche Form von dunkler Brut ausgelöscht haben hier unten. Andererseits kann es genauso gut sein, dass der Titan, der hier unten hockt, auf irgendeine Art und Weise dafür sorgt... Ach toll. Auf irgendeine Art und Weise dafür sorgt, dass... die dunkle Brut gar nicht bis hierher vordringen kann. Oder wenn sie es tut, hier sehr schnell wieder vertrieben wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Und jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, das ist aber nicht schlimm. Würde gerne noch da vorne gucken, was es da noch zu holen gibt. Da steht wieder so einer von diesen Dinosauriern, ne? Ja, und auch wieder... Oh Gott. Sogar jede Menge von ihnen. Wie komme ich denn da rauf? Ja, das habe ich nämlich vermutet. Das sind die Armbrustschützen da oben. Und die können richtig böse und übel werden. So. Armbrustschützen weg. Ja, dass das keine Tiefenlaurer sind, das... Also auf den zweiten Blick hätte ich es auch erkannt, ja. Wenn ich mal ganz genau hingucke. Die haben die gleichen Hämmer wie ich. Aber den Hammer, also dieses Rezept für den Hammer habe ich ja auch hier unten gefunden. Von daher erscheint mir das... Das ist ein unterirdischer See. Oder ist das... Nee, das ist ein See. Aber wieso? Normalerweise... Seen in Höhlen... haben für gewöhnlich entweder relativ stilles Wasser... oder es ist ein Fluss... der hier unten durchfließt. Ansonsten würde das Wasser nicht so vor sich hin peitschen. Das scheint mir dann doch relativ unwahrscheinlich. Traue mich hier gar nicht so richtig an die Ecke ran. Nun gut, einen Weg gab es. Da hinten die Lyriummauer, die wir gesehen haben. Ich denke, die werden wir zerschmettern müssen. Und da unten sehe ich schon den nächsten Pulk von Gegnern rumstehen. Warum auch nicht? Ist ja nicht so schon schwer genug hier. Was liegt denn da auf dem Boden? Was ist das für ein Stein? Sie haben eine Barriere errichtet, um uns aufzuhalten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu überwinden. Davon würde ich eigentlich auch ausgehen. Da oben ist noch ein Zahnrad. Wie komme ich denn bitte schön an dieses Zahnrad da oben? Ach, hier! Jetzt kann ich das Ding aufheben. Charbrytol-Erderschütterer. Erderschütterer platzieren. Ach, schau mal an, so können die... Diese Waffe hat die Barriere durchdrungen. Auch wenn sie dabei zerstört wurde. Wir sollten noch mehr ihre Waffen einsammeln. Womöglich erwarten uns noch weitere Barrieren. Ich glaube, ich komme da oben über den Weg irgendwie dahin und dann muss ich mal gucken, ob ich da hinten nicht irgendwo hochkomme. Dann muss ich mich nur daran erinnern, dass ich hier nochmal zurücklaufen muss wegen dem Zahnrad. Ihr sagtet, wir seien unterhalb der tiefen Wege. Denkt ihr, abgesehen von den Charbrytol, war je jemand hier unten? Nein, wir sind höchstwahrscheinlich die Ersten, die je so weit vorgedrungen sind. Und hier gibt es Eisen, wow. Ja, die Ersten, die hier so weit vorgedrungen sind. Und wenn wir nicht aufpassen auf die Letzten. Die halten aber auch was aus. Was ist denn interessant?
Was hast du denn gefunden? Noch ein Erderschütterer. Und hier können wir wieder mit der Inquisition irgendwas machen, ne? Ja. Expedition freischalten. Brücke in der Bastion der Reinen Einsatz verfügbar. Wo führt denn diese Brücke hin? Da vorne auf die andere Seite, oder? Und wie komme ich hier hoch? Nee, man kommt von da oben raus. Und kommt dann da zum Zahnrad. Mal hier. Das ist Eisen. Hier habe ich das Gefühl, sollte ich nicht sein. Oder? Kann hier auch keine Erderschüttererwaffe platzieren? Nee. Hier komme ich nicht vorbei. Auch wenn ich das Gefühl habe, der Weg geht dahinter weiter. Der Weg geht dahinter weiter und kommt da oben wieder raus. Das ist nämlich genau der Weg in Richtung des Zahnrads. Ich weiß nur nicht, wie. Weil hier habe ich keine Chance, irgendwo hochzuhüpfen. Nee. Nee. Vielleicht ergibt sich da noch bei Zeiten eine Möglichkeit. Oh, das war keine gute Idee. Vielleicht ergibt sich da bei Zeiten noch eine Möglichkeit. Ich hab doch wirklich keinen Streit mit euch. Warum müssen wir uns hier unten gegenseitig töten? Ich glaube, wenn man so lange hier unten in den Tiefen hängt und keinerlei Kontakt mehr zur Außenwelt hat, ich glaube, dann ist einfach jeder, der hier runterkommt, ein Feind. Da will man auch gar nicht lange diskutieren oder fragen, warum seid ihr hier hingekommen? Jemand, der sich die Mühe macht, hier unten runterzukommen, der will offensichtlich zum Titanen durch. Und wenn meine Vermutung stimmt und diese Zwerge dafür verantwortlich sind, den Titanen nicht zu beschützen, sondern... Ja doch, in dem Sinne beschützen sie ihn ja dann. Habt ihr wieder denselben Mensch gehört? Er wird schneller, härter, als würde irgendetwas atmen. Haben wir den Titan jetzt eventuell geweckt? Als würde irgendetwas atmen. Wir sind als Geister weiter, ne? Okay. Okay. Hier ist aber auch schon wieder irgendwas, ne? Aha. Ausgrabung. Vielleicht kommen wir auf diesem Weg dann oben an das Zahnrad heran. Das könnte sein. Und da sind wir gekommen. Noch haben wir ein paar Tränke. Noch können wir es uns leisten, sie zu nehmen. Da unten muss wieder erschüttert werden. Moment, bevor ich dann... Und da muss auch erschüttert werden. Verdammt, es sind zwei Wege. Hier gabelt sich also alles. Oh je. Habt ihr schon gesehen? Ja, der andere kann meinetwegen ruhig erstmal weglaufen. Was macht er denn da hinten? Sammelt er irgendwie Kräfte oder was macht er? Nee. Er steht einfach nur rum und schaut zu, wie sein Kamerad hier vermöbelt wird. Müssen wir überhaupt nicht, Dorian. Meine Güte. Bisschen mehr Mut. Und Einsatzwillen. Ein weiterer Erderschütterer.
bei jeder von diesen Gruppen finden wir einen Erderschütterer und da hinten wird wahrscheinlich der letzte sein bei der anderen Gruppe, die da hinten steht. Die sehen wir schon von hier aus. Jetzt ist aber erstmal die Frage, wo führt denn dieser... Wo führt denn dieser Weg hier hin? Offensichtlich zu einer weiteren Gruppe von Schabrütol-Zwergen. Wir sind beide Kinder des Steins. Bitte, hört auf! Das war zu erwarten. Aber dafür habe ich zumindest die beiden Dinosaurier erwischt. Wenigstens kann man beim Wiederbeleben nicht unterbrochen werden. Das ist schon mal viel wichtiger. Uiuiui, so. Hattest du noch eine Erderschütterer mit dabei? Offensichtlich nicht. Oder vielleicht doch? Hier wird mir doch Plündergut angezeigt. Warum kann ich denn nicht... Ach, da oben! Hä? Wie ist das denn passiert? Der hat noch einen Erderschütterer mit dabei. Aber das ist da oben im Lyrium gelandet. Da komme ich nie dran. Ey, wie unfair ist das denn? Das geht doch nicht. Mach das doch nicht. Och Mensch. Ich brauche den zu 100%. Und ich kriege ihn nicht, weil er jetzt da oben im... Mann! Okay. Vielleicht brauchen wir ihn auch nicht. Ich guck mal, ob ich den Erderschütterer eventuell finde, indem ich da hinten die Gruppe noch fertig mache. Falls ja, bin ich beruhigt. Falls nein, müssen wir das Spiel tatsächlich laden. Weil es im Lyrium gelandet ist. Ich glaub's ja nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir es eventuell bis da unten runter schaffen, ohne nochmal laden zu müssen, weil diese Gruppe eigentlich noch einen haben müsste. Wenn meine Theorie stimmt, dass jede von diesen Gruppen hier einen Erderschütterer mit sich führt, dann müsste das... Vor allen Dingen sind ja nochmal Erfahrungspunkte für uns. Einfach umgeworfen. Lauf jetzt bitte nirgendwo hin, wo dann... Ja, ich wollte gerade sagen, hier. Aha. Da habe ich 5 Stück gefunden, alles klar. Das heißt, wir müssen das Spiel im Zweifel nicht neu laden, alles klar. Bin ich glücklich... Bin nicht glücklich, dieses Zahnrad hier holen zu müssen an der Kante hier. Aber wie viele Türen gibt es denn dann hier noch? Wie viele Türen der dunklen Brust gibt es hier noch, die wir öffnen können? Ich hasse es, diese Waffen zu zerstören. Sie sind Artefakte. Wir könnten aus ihnen etwas lernen. Uns bleibt keine Wahl. Es ist die einzige Möglichkeit, die Barrieren zu überwinden. Oh nein, das geht wieder weg. Wir können nur maximal 5 mit uns tragen. Oh nein, das heißt, ich brauche die da hinten wahrscheinlich doch. Oh nein. So etwas wie diese Zwerge wird nirgendwo in den Erinnerungen erwähnt. Wäre ich auf sie vorbereitet gewesen, könnte Ren noch am Leben sein.
Wenn man einen Freund verliert, ist es leicht, sich selbst die Schuld zu geben, Walter. Aber es war nicht euer Fehler. Ich war so sehr auf den Titanen fixiert, dass ich überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, was sonst noch hier unten sein könnte. Hier ist auf jeden Fall ein Vorratslager und das ist gut. Und ich glaube, ich kann mir einen sparen. Ja, einen kann ich mir sparen, indem ich das Ding dann nicht aufmache. Alles klar, gut, dann hat sich das... Dann erübrigt sich das vielleicht doch wieder. Meine Sorge. Ja. Ja, da... Nein, da ist ja noch ein Zahnrad. Wie soll ich denn daran kommen? Okay. Lassen wir die Zahnräder mal außen vor. Ich werde da sowieso nochmal alles durchsuchen müssen. Wir müssen hier ohnehin nochmal komplett zurück, weil da oben ist ja auch noch eine Ecke mit den Ausgrabungen, wo noch ein Zahnrad ist. Das kriegen wir schon alles gebacken. Ich würde jetzt gerne erstmal wissen, was hier unten los ist. Merken wir uns, dass hier ein Vorratslager ist. Da hinten sind Charbutol. Das wirkt hier aber mehr wie so ein peitschendes Meer, nicht wie so ein Unterwasserfluss. Schon gesehen. Oh nein, oh nein, oh nein! Schön, dass ich natürlich die vulnerabelsten Gruppenmitglieder zurückgelassen habe. Niemand wird hier sterben. Nee, ja doch, wir werden alle hier sterben, davon bin ich überzeugt. Eines muss man aber sagen, man bekommt hier richtig gut Geld und Plündergut, ne? So, ein weiteres Zahnrad. Und hier gibt es wieder was zu erkunden. Ich gehe aber erstmal da hinten ordentlich plündern. So. Achso, ich muss an der Seite da hoch, oder? Damit ich den Auftrag freischalten kann. Oder komme ich auch von der Seite hier hoch? Ja, ich glaube, ich komme auch von der Seite da hoch. Alles klar. Spindelkraut. Das hier ist kein unterirdischer Fluss, oder es ist ein sehr mächtiger Fluss. Vielleicht ist es aber auch gerade nur von den Erdbeben einfach so aufgewühlt. Bastion der Reinen. Das Wasser schimmert in einem zwar sanften, doch unheimlichen Blau, das an die Farbe von Lyrium erinnert. Es wäre nicht klug, darin zu schwimmen. Kann es sein, dass hier vielleicht das ganze Wasser im Prinzip aus Lyrium besteht? Brücke über das begrabene Meer. Das begrabene Meer. Hier hinten war aber noch ein Gang drumherum. Hier. Konnte noch auf diese Seite. Vorratslager. Das nehme ich tatsächlich mal in Anspruch. Hat sofort einen Antrag eingeschmissen hier. Unglaublich. Gut, da hinten ist noch ein Vorratslager, falls ich es brauchen sollte. Wo laufen wir jetzt drauf zu? Machen wir ein bisschen Sorgen, dass alle meine Leute nur noch... Ne, das machen wir so nicht. Das machen wir so nicht. So.
bisschen besser vorbereiten. Wenn wir hier schon auf irgendwas zulaufen, was so aussieht wie ein großer Kampfplatz, zerstöre die letzte Barriere. Ja klar. Hä? Was? Wo kommt ihr denn auf einmal her? Was? Ich muss jetzt schon die Barriere zerstören, ne? Wahrscheinlich werden so lange scharfe Rhetol hier entlang gerannt kommen, bis... In den Rücken. Das finde ich aber ziemlich... Zwei. Drei. Vier. Nein! Nein! Sag mir bitte nicht, dass jetzt tatsächlich eine fehlt. Ah. Oh, 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 oh. Hier ist irgendwo ein... Ja. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass einer von denen vielleicht einer dabei hat. Eigentlich müsste es ja so sein, denn es kann ja genauso gut sein, dass man da oben beide Barrieren öffnet und dann steht man hier unten. Kommen wirklich einfach immer mehr von denen. Hat er? Ja, er hat. Er hat. Und damit müssen nun auch die Angriffe hoffentlich aufhören. Aua! Lass das doch mal sein, Mensch. Ne. Glaubst du wohl selber nicht. Kannst du mal wieder damit aufhören? Danke. Dein Maschinengewehr da. Einer weniger. Wir müssen uns zurückziehen. Na, jetzt schaffen wir es auch noch. Gut. Puh. Das war's erstmal. Das war's. Die Barriere ist durchbrochen. Die letzte Barriere, da man 5 von diesen Erderschütterern brauchte. 5 Stück. Und die Barriere, die offensichtlich auch erstaunlich gut von den Scharbrutol verteidigt wurde. Das heißt, ich habe die Befürchtung, wir nähern uns doch mit drastischen Schritten dem Aufenthaltsort des Titans. Andererseits, was heißt Befürchtung? Ich bin sehr neugierig, was es mit diesem Titan auf sich hat. Wie gesagt, Zahnräder und so machen wir noch später. Sollten wir später nochmal hier hinkommen können. Was ich aber glaube, ehrlich gesagt. Ja, da ist sie, die Tür, zu der wir uns vorgekämpft haben. Und ihr wisst genau, was jetzt kommt. Es tut mir auch unfassbar leid, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.